Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Abflug zum Höhenflug der Woche und das ist Shen. Shen war bereits vor Patch 14.19 statistisch sehr stark und nun konnte er im neuesten Patch nochmal ordentlich zulegen. Nicht nur, dass Shen in den Patches 14.2, 14.6 und 14.18 nun dreimal hintereinander massiv gebufft wurde, auch seine Core-Items wurden im Verhältnis nur sehr wenig genervt. Vor allem Hardsteel ist momentan ein echter Überflieger, dazu waren die Changes zu Shield Bash für ihn ebenfalls ein gigantischer Buff und dass Grass momentan die beste Keystone im Spiel ist, das weiß auch so ziemlich jeder. Die berühmten Shen-OTPs Shending Help und Expeto betteln Riot auf Twitter praktisch an, dass sie bitte nicht den Empowered Q-Damage nerven, denn dass dieser Champion einen Nerf braucht, das ist absolut klar. Halten wir beim Abfalleimer der Woche. Und das ist Aphelios. Bereits vor Patch 14.19 war Riot's Dashes größter Fehler nicht besonders stark. Mit Patch 14.19 haben Crit-ADCs nun aber nochmal einen deutlichen Nerf bekommen. Mittlerweile sitzt er bei nicht einmal 46% Winrate. Und nennenswerte Crit-Item-Buffs sind für den nächsten Patch auch nicht geplant. Immerhin steht er mittlerweile auf der Buffs-Liste. Ich kann aber bereits jetzt sagen, dass die Buffs, die Riot da eingeplant hat, bei weitem nicht reichen werden. Zeit für den Nope der Woche und das ist Yone. Alle von euch, die meine statistisch perfekten Pickems aus dem 34. Kluftkurier kopiert haben, Yone ist wie vorhergesagt der Highest Winrate Champion der Worlds. Dazu ist es überraschenderweise auch so, dass er einer der Most Banned Champions der Worlds ist. Die Leute da draußen in der Solo-Queue scheinen daher irgendwie zu denken, boah, okay, der ist krass, den banne ich jetzt mal. Seine Bannrate stieg nämlich in der letzten Woche deutlich an, das, obwohl er mit dem Patch 14.19 problemlos 2-3% Winrate verloren hatte und momentan wirklich so gar kein Überflieger ist. Er kriegt nächsten Patch sogar Buffs, mal sehen, wie seine Winrate dann explodieren wird. Kommen wir zum Broken Pick der Woche und das ist Yorick. Mit der neuen tankorientierten Top-Lane-Meta ist Yorick momentan in aller Munde, auch wenn ihn weiterhin trotzdem so gut wie niemand spielt. Riot hatte ursprünglich sogar geplant, ihn direkt nächsten Patch zu nerfen, allerdings scheint das zumindest Stand jetzt vom Tisch zu sein. Yorick nimmt praktisch alle Tanks und viele High-Magic-Damage-Dealer wie Teemo, Rumble oder Vlad sowas von gottlos hops und das ist in der momentanen Meta einfach absolut Gold wert. Bei unserem Item der Woche haben wir Hardsteel. Hardsteel ist momentan eines der besten Items im gesamten Spiel und das kommt vor allem daher, dass Hardsteel so gut wie gar nicht genervt wurde, während praktisch jedes Item im Spiel mit einer Damage-Komponente ordentlich einbüßen musste, hatte Hardsteel lediglich Health Region verloren. Der Build Path ist besser geworden, die Damage-Komponente des Items ist gleich geblieben, zusätzliche Leben sind bei weniger Damage im Spiel schlichtweg dazu noch einfach wertvoller geworden, insbesondere weil es die ursprüngliche Cutdown-Rune, weil es auch ja die Giant Slayer-Passive gar nicht mehr gibt. Unser Fail der Woche kommt diesmal direkt wieder von Riot selbst, um genau zu sein, von LoLs OG-Bugchecker, nämlich Vandiriel. Am letzten Wochenende gab es auf dem EU Nordic East Server massive Probleme, die teils zum kompletten Stillstand von Spielen führten. Ist blöd, kann passieren, was aber nicht passieren sollte, ist, dass man dann anschließend einen 2-Wochen-Bann für Intin kassiert, obwohl einfach nur die Server platt waren. Das Ganze ist ein Problem, das so nicht zum ersten Mal auftaucht, dass immer noch Spieler regelmäßig für Dinge bestraft werden, für die sie wirklich rein gar nichts können, ist absolut enttäuschend. Fliegen wir zum Trick der Woche und dort mal zu einer Yasuo-Mechanik, die grundsätzlich überhaupt erstmal die anderen Yasuo-Mechanics ermöglicht. Yasuos Q-Cooldown wird durch Nutzung seines E refreshed, sofern der Cooldown 0,5 Sekunden oder weniger beträgt. Ab 111% Bonus Attack Speed habt ihr dann bei Nutzung eures E nicht 1,33 Sekunden Cooldown, sondern richtig benutzt 0,833 Sekunden. Damit ist die Airblade-Mechanik, bei der ihr den EQ vor dem Ende eures 1 Sekunden Knockup nutzt, überhaupt möglich. Und die Airblade-Kombo ist so eine extrem wichtige Mechanik, da ihr den EQ Steel Tempest Stack mitnehmt und so mit nur einem Q direkt wieder einen Knockup ready habt. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Patchnotes zu Patch 14.20 sind da und da gibt es nun einige Überraschungen, denn ursprünglich hatte Riot geplant, noch deutlich mehr Champions zu nerven. Camille, Yorick und Aurelion's Sol Nerfs sind aber vorerst scheinbar vom Tisch, obwohl alle drei extrem broken sind. 9 Champion Buffs und 9 Champion Nerfs sind es nun, besonders sind die Nerfs für Storm Surge und Grasp. Und die ADC Mains werden sich über die Collector und Yuntal Wild Arrows Buffs freuen. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.